Es ist so süß, du musst was sagen. Das ist so niedlich. Ich habe mich auch die ganze Zeit so zusammengerissen. Es ist einfach so süß. Und wir kennen die Kleine noch nicht mal. Nee. Oh Mann, das ist so putzig. Ich bin verliebt und sehe nur dieses Bild. Oh. So, professionell. Hallo ihr Hallo? Lieben. Genau. Und herzlich willkommen zu Meadow. Dem putzigsten Spiel, das es gibt. Genau. Meadow heißt es. Ja, ich bin die nette Lux-Dame und der kleine, süße, dicke Dachs mit den Stummelbeinchen. Das ist der Well. Und diese kleine, süße, dieses kleine, süße Lux-Kätzchen, die kennen wir gar nicht. Die hat sich eben einfach zu uns gelegt, als wir uns hier eingeloggt hatten. Ja. Und die ist total knuffig. Das ist Crimson Angelica. Okay. Okay. Wenn du Alt-GR drückst, siehst du die Namen. Die ist ja knuffig. Wie macht sie das denn? Halten. Kann ich das auch? Naja. Wie machst du das? Das musst du rauskriegen. Nein, irgendwie laufen und nach links drücken. Ah. So. Okay, das hier ist ja, jedenfalls... Ja, von den Kleinen kann man noch was lernen. Von den Ockmal... Ach, die ist voll knuffig. Ich will auch so eine Babykatze spielen. Ja, ich glaube, dafür müssen wir noch ein bisschen was tun. Jetzt hätte ich doch die Kamera anmachen. Also ich mache die jetzt mal dazu. Egal. Ich habe gesagt, das bringt Mehrwert, aber dafür habe ich einen verklärten Gesichtsausdruck. Die ganze Zeit immer schon. Und ihr müsst mal gucken. Well, würdest du mal bitte ein kleines Stückchen laufen? Das sieht so gut aus, wie du läufst. So oder laufen richtig? Richtig laufen war. Da, jetzt aber. Ach so, na gut. Es ist einfach so süß. Ich bin nicht süß. Doch, bist du. Guck mal, da siehst du, das meine ich. Ich verschwinde in der Grasnarbe. Ist total unangenehm. Plötzlich bist du weg. Wir müssen noch irgendwas zum Spiel sagen. Also es ist natürlich von den Machern von Shelter und Shelter 2. Es heißt Meadow. Richtig. Und es ist als MMO ausgelegt. Wir sind jetzt mit... Ja, Entschuldigung? Ich wollte nur sagen, die Entwickler, Might and Delight. Ah, okay, gut. Das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Plan. Und es ist als MMO ausgelegt. Wir sind jetzt mit 41 Leuten auf diesem europäischen Server und einer Katze. Und ich habe Xyra verloren. Ja, ich dich nicht. Ich schmeiß meine Sinne an und dann finde ich dich. Die kennen wir ja noch aus Shelter 2. Ich habe ja ein paar Runden da gespielt. Ihr habt mich ja ein bisschen festgehalten. Das habe ich natürlich überhaupt nicht freiwillig gemacht. Aufsammeln. Hier gibt's ein Blümchen. Ein Blümchen. Wir müssen deinen suchen, ne? So einen großen. Genau, richtig. Also wir sind noch so ein bisschen dabei rauszukriegen, was wir hier tun müssen. Ja, hier ist ein. Nee, doch nicht. Aber ich ist... Nee, das gehört zum... Weiß nicht, gehört das zum Baum? Oder bin ich wieder zu klein? Ja, lach nicht. Wir haben so einen ominösen schwarzen Monolithen gefunden. Und ich gebe mir da Mühe und rupp da dran rum. Und sie rennt einmal gegen und kriegt dann irgendwie gleich ein... Ich habe keinen Plan, was ich getan habe da. Ich mag die kleine Katze jetzt gar nicht alleine lassen. Ich auch nicht. Vor allem, sie hat gerade ganz herzzerreißend geschrien. Aber wir müssen trotzdem mal die Gegend erkunden. Ja, das nützt nichts. Also, lass mich mal kurz gucken. Crimson, Angelika, es tut mir leid. Nimm's nicht persönlich, du bist unheimlich niedlich und knuffig. Ich möchte dich am liebsten behalten. Aber wir müssen jetzt ja auch ein bisschen, ne? Und so. Oh Mann, Katzen. Ja. So, also ist es ein MMO, ist es Open World und wir wissen nicht, was wir machen müssen. Wir haben keine Rehe gefunden, wir haben keine Kaninchen gefunden, wir haben offensichtlich auch keinen Hunger oder so. Man kann wohl 9 verschiedene Tiere spielen. Soll ich erstmal oder falle ich dir gerade ins Wort? Nö, mach mal. Ich behalte das, was ich sagen wollte. Also den Dachs kann man auf alle Fälle spielen, den Lux kann man spielen, weil man zum Beispiel Shelter 2 gekauft hat. Dann kann man auch den Lux spielen. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass
ich sie von unten bewache quasi, dass sie keiner von unten angreifen kann. Deshalb bin ich der Dachs. Richtig. So, was genau. Würde ich nur ohne dich tun? So sieht das aus. Und da gibt es wohl noch Frösche und ganz viele andere Sachen. Und man kann hier so Kartenschnipsel sammeln für neue Emotes oder neue Skins oder auch neue Tiere. Und wir wissen aber auch nicht genau wie. Das haben wir aus so einem großen Monolithen bekommen und das habe ich aus so einer kleinen pinkfarbenen Blume, die irgendwie hing am Stein, bekommen. Ich habe noch einen Dachs gefunden. Nee, echt? Aber ich kann ja mal gucken, wie viele Tiere... Oh, drück mal rechts unten den Button. Ganz rechts unten, dann siehst du die ganzen Tiere in der Nähe. Das sind aber sehr viele Tiere. Hui! Ja. So sieht's aus. Das bist du doch hier, ne? Das bin ich. Guck mal hier, ich habe einen Partner für dich gefunden. Ich denke mal, oder ich vermute das jetzt einfach mal, ist dass weg. Man... Er ist weg. Ist weg. Oh, oh, so ist es mal mit den Partnern. Ja, genau, wo du nämlich gerade Partner sagst, dass man hier vielleicht auch tatsächlich, wenn man Junge großziehen wag will, dass man einen Partner nicht, finden muss. Sag es nicht, deinen Körper mit meinem Zierlichen zu paaren. Hast du nicht Lust auf kleine Dachsluchse? Quasi Duchse? Dachsluchse, ja. Komm, hast du Duchse. Lust auf Duchse? Hör auf, lass das. Wir wissen ja nicht mal, wer Männchen und Weibchen ist. Es wird ganz schwierig, wird es. Ich habe mir leider einen weiblichen Namen gegeben, aber das ist alles Tarnung. Komm her, du kleiner Dachs. Komm, du so. Kleiner, schnuckeliger Dachs. Komm, 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 komm. Also, ich krieg dich. Das, ich weiß, ja, du willst es auch. Du bist schneller als ich, ne? Aber ich komme schnell um den Baum zu. Und pass auf, jetzt bin ich einfach mal eben weg. So sieht das aus. Und verdammt, ich komme nicht in den Baum. Guck mal, hier ist ein Kaninchen. Was, wo? Hier bei mir. Ist auch verschwunden. Also... War es ein weißes? Rayroll. Ach nee, warte mal, ich sehe es noch. Mit meinen Sinnen sehe ich es noch. Ja, ist noch vor dir. Da ist es doch. Ach, wie süß. Voll süß. Kann man es essen? Gut, fragt derjenige, der kaum Nein, größer ist als das Kaninchen. Da ist was dran. Oh, so süß. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel einfach nur so ein bisschen die Sammelleidenschaft befriedigt für Karten und Emotes und... hier, da, komm mit. Das Ding meine ich. Ja, ich bin da. Ich komm. Oh, das sind aber zwei von da. Hier, das pinkige hier. Okay, gesammelt. Ich muss immer hochspringen, um es zu kriegen. Okay, ich habe mit der Nase einfach gegengestupst. Und hier ist noch eins. Ja. Ach, dafür hat er, für Puzzleteil. Das ist das Emote für Puzzleteil wohl hier. Ah, okay. Ich habe ein neues Emote. Happy. Was ist ein neues Emote? Ach nee, Errungenschaft freigeschaltet, Happy. Ja. Mal gucken, was ist denn das für ein Emote? Könntest du mal gucken. Wo ist er denn nur hin? Ach, da bist du ja. Weiß nicht, wie sieht denn das aus? Oh, das sieht voll süß aus. Ein bisschen traurig. Das ist mein freundliches Lächeln. Das ist mein, so ein bisschen grummelig, ne? Ja. Ja. So ein bisschen toll. Du hast Eier gefunden und mir keine abgegeben. Das Kaninchen hat ein Geräusch gemacht. Ach, das war das Kaninchen? Ach, das ist der Baum, der da in der Mitte angezeigt wird. Ja, dieses Gedunk eben. Das war das Kanin. Weiß. Das Kaninchen klötert. Oh, was ist denn? Sind das die Wolken? Dieses. Guck mal nach oben. Es zieht Herbstlaub auf, oder wie soll ich das verstehen? Das Blaue verschwindet und es wird rosa. Ja, möglich. Es gibt auch in Shelter 2 ein Naturphänomen. Ich mag jetzt auch das Kaninchen gar nicht alleine lassen. Am liebsten würde ich reinbeißen. Also natürlich nur liebevoll, ne? Nur klar, liebevoll. Klar, wie ein gib ihm Namen und töte es. Wie in Seven Days, Entschuldigung. Wenn man einmal sowas macht, das verfolgt einen ja ein Leben lang, ne? Ja, oh, Blümchen! Blümchen! Ich hab hier eine. Ich krieg sie und nicht. Und hier ist noch eine. Ja, sie weicht mir aus. Ich und weiß aber nicht, die was Blume man... weicht dir aus. Ja, ich aber weiß aber ich nicht... hab was in meinem Kuchen gehabt. Da ist ein Wasserfall. Ein Hirsch oder nee, ein Reh oder so hinter mir. Moment, ich muss mit der Kamera. Oh,
Reh, kann ich dich angreifen? Nein, das ist auch ein Spieler, glaube ich. Obwohl, der hat keinen Namen. Doch, Silas. Kann ich nicht sehen, dein Name ist davor. Oh, Entschuldigung. Ich mache mich halt immer gerne bereit. Oh, ich finde das echt toll. Tatsache, Silas, Silas, auch lange nicht mehr gehört. So hieß eine Schlange von mir. So hieß eine Kinderserie. Okay, das ist mir nicht bekannt. Oh, das sieht interessant aus. Guck mal. Ja, ja, hier der Wasserfall. Das meinte ich ja. Oh. Wollen wir da hoch? Aber selbst natürlich. Oh Mann, immer diese großen Absätze. Soll ich dich tragen? Hier ist noch so ein rosa Ding. Oh ja. Dann hast du jetzt auch dein Emote voll. Oder hast du ein Emote voll jetzt? Ja, ne? Ich habe ein Emote voll. Ich glaube, das bin jetzt befriedigt auch ein wirklich nur die Sammelleidenschaft, glaube ich. Ich bin auch ein bisschen grumpy jetzt. Hier, siehst du das? Grumpy Cat. Was macht er? Er sucht... Oh, da ist das Blaues. Ach nee, das war das Kaninchen. Ach, das hat auch schon wieder irgendwelche Emotes gemacht hier. Oh, der legt sich hin. Das ist ja voll süß. Ach, das wird das Emote für Blume sein hier. Wer legt sich hin? Das Reh? Ja, der hat sich hingelegt. Nee, bei mir steht er wieder. Leg dich ja, hin. Ja, ist auch wieder... Leg dich hin. Knie nieder. Knie nieder. Wir machen Hirschluchse. Komm her. Oh, hier ist ja eine ganze Wiese. Quasi Huchse. Ich erwische diese eine Blume gerade leider nicht. Du willst dich aber auch immer... Nee, das sage ich jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, sprich es nicht aus. Ach, du weißt, wie der Satz weitergegangen... Ich weiß, wie der Satz weitergegangen will, okay, wäre. Ist gut. Ja, gut. Ich kenn ja deine Gedankengänge. So, wo ist denn mein kleiner, pelziger... Weg, weg, Wurstfreund. Weg. Wurstfreund? Ich bin keine Wurst. Ich bin gepanzert. Das sag mal dein kleinen Stummelbein. Ich kann zum Biber mutieren. Zum Werbiber. Zum Werbiber. Genau. Zum Zombieber. Super Film. Muss man gesehen haben. Nein. Das gibt's nicht als Film. Bist du bei dem... Doch, es gibt einen Film, der heißt Zombieber. Und da geht es halt um Zombie-Biber. Ach ja, aber bist du hinten beim Hirsch? Du bist ja mit Bert zusammen, der guckt ja sowas. Ja, nein, ich lauf den Berg hoch zum Wasserfall. Ach so. Ja gut, dann komme ich dir mal hinterher, weil ich dich da hinten gar nicht sehe. Aber dann bin ich wohl nur ein kleines Stückchen zu weit weg. Ich kann dann mal irgendwie so ein Emote machen, so eins. Nee, ist zu weit weg wahrscheinlich. Also ich lauf die Schräge da hoch. Ja, ich lauf auch mal. Ich habe längere Beine, ich krieg das schon hin. Irgendwann hab ich dich. Und dann machen wir Duchse. Oder Lachse. Lachse. Oh Mann, ey. Ja, liebe Kinder, so werden Lachse gemacht. Denkt euch das nächste Mal was dabei. Wenn die werden nicht geangelt. Nächsten Freitag beim Fischtag einfach mal an uns beide denken. Ich kann das nicht mehr essen. Ich sehe schon die erste ihren Teller wegschieben. So, ich habe hier noch so einen schwarzen Monolithen gefunden. Ah, ich glaube, ich sehe dich da oben jetzt auch wieder. Ich glaube nicht, dass du mich sehen kannst. Ich verschwinde noch hier im Boden. Ja, aber ich meinte, ja, wenn doch, ich doch, dich ich sehe dich, ich sehe dich. Ich kann dich wittern, du riechst bis hier. Aber hier tauchen keine Symbole drauf auf dem Ding hier. Muss ich vielleicht so ein X erstmal hier? Muss ich erst böse werden? Es hat ein Geräusch. Ach, hier, doch, da sind die beiden Symbole. Ja, und ich laufe da jetzt gegen und... So, und wie haben wir das gemacht? Nicht wieder Feuerpupen. Warte mal, ich mach mal das Symbol hier nochmal. Kann ich auch. Und bringt uns das was? Tada! Keine Ahnung wie, aber irgendwie... Zwei blaue Teile. Das wird ein Skin, ne? Ja, zwei Teile vom Skin. Ich lusche mal. Ja. Gut, der ist jetzt natürlich dann tierbezogen. Ja gut, das ist klar, aber... Denke ich mir. Animal möchte ich gerne voll haben, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich habe, das ist bestimmt ein Frosch. Den Frosch. Dann quaken wir durch die Gegend. Ja. Genau. Und machen Fuchse. Nein, wir machen Gaulquappen.
Ja! So sieht das doch aus. Ja, Kaulquappen. Oh. Was hast du denn da gemacht? Ich habe draufgetreten nur. Also eigentlich bin ich gegengelaufen. Du kannst drauftreten. Siehst du? Okay. Ja! Staubig! Ich habe keine Ahnung, ob das gesund ist. Ich auch nicht. Aber wir haben doch keinen HP-Balken. Stimmt. Hä? Du könntest theoretisch von, ich sag jetzt mal, Pilz zu Pilz springen. Ich weiß nicht, was es sonst sein soll. Ich glaube auch, das waren so Pilze. Wo war denn jetzt der Wasserfall hin? Blümchen. Der ist jetzt denn hinter uns. Stimmt. Also hier müsste der sein. Kann ich ja runterschubsen. Aber ich glaube, man kann echt nur sammeln. Wie gesagt, es kostet 3 Euro, also insofern... Ja, klar. Nun, hier ist irgendwie... Das sieht aus wie ein Loch in der Erde. Oder ein Planet und der Mond ist das. Nein, ich glaube echt, das ist der Mond. Kann sein. Siehst du das auch, da unten die Kugel? Oder nicht? Ja, sehe ich auch. Kann man da runterspringen? Ich möchte ja gerne ausprobieren. Ja, mir juckt es auch in den Fingern, aber... Mir juckt es in den Pfoten. In den Pfoten, in dem Pfötchen, in den kleinen Stummelbein. Du bist noch nicht ganz im Spiel angekommen, habe ich das Gefühl. Doch, wenn es um deine kleinen Stummelbeine geht, schon. Ich habe keine kleinen Stummelbeine. Das dann ist, läuft er jetzt schon wieder weg. Als würde ich dich nicht einholen. Als würde ich dich nicht riechen. Gerochen. Da bist du. Ach, du hast auch deinen Sinn angeschaltet, oder? Mann. Ich sag doch, ich hab dich gerochen. Ja. No. Nix kann man mal alleine machen. So. Toll, nicht mal alleine pinkeln kann man hier. Nee. Ach, leg doch nochmal dein Feuer hier. Das kannst du doch mal zeigen. Ach so, ja. Genau, ich kann nämlich Feuer machen. Ich habe ein Feuer gemacht. Direkt unter meinem Bauch. Wir wissen nicht warum. Und ich kann gar nichts machen. Ich kann aber vielleicht das Feuer löschen hier. Nee, auch nicht. Jetzt gibt's Dachs am Spieß. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ist das denn auch ein blaues Symbol? Also mit blauem Hintergrund oder auch so ein rötliches? Nee, oder so? mit grauem Hintergrund ist das. Ah, ist eine andere Farbe. Aber das Lagerfeuer ist farbig. Auf dem Symbol? Okay. Ja, da ist ja wieder der Biber. Huch. Ja, hier, ich bin der Wehrbiber. Der Zombieber. Schöner also. Film auch Black Sheep. Da geht es um Wehrschafe. Nein. Doch. Schon mal gesehen, wie sich ein Mensch in ein Schaf verwandelt und dann einfach nur mal statt einer Hand einen Huf bekommt? Man kann gut lachen. Also, muss ich schon sagen. Also, es ist als Horrorfilm deklariert, aber man kann gut lachen. Das ist aber auch den Horror übles, haben wir gesucht. Ganz übles B-Picture oder sowas, oder? Dann kommst du mit der Schermaschine an und dann ist vorbei. Dann steht da nämlich so ein Nackt-Zombie-Schaf. Ja, genau. Am Frieren. Was haben wir denn hier? Blümchen. Ich habe gerade eher das Ende der Welt gefunden. Der Himmel wird uns auf den Kopf fallen. Mehr ein Teppich, ne? Hier verirrt sich auch keiner hin. Oh, Tatsache, hier ist Ende der Welt. Hier sind wir gerade ganz allein. Wir sind ganz allein. Das ist die Zeit für Lachse. Soll ich mal meinen Lachs rausholen? Oh Gott. Das ist... Oh, nein! Oh, ich sehe den Mond. Hat dich meine Liebe erschreckt. Ich kann immer noch fallen. Oh, ich falle richtig schnell. Ich habe richtig Fluggeräusch. So, Leute, jetzt wisst ihr, was der Welt von mir hält. Bevor er mit mir Kinder bekommt, stürzt er sich lieber in den Tod. Gar nicht wahr. Ah, da bist du ja wieder. Was? Wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Wie hast du das denn gemacht? Jetzt bist du mir gruselig. Ich bin, wenigstens sind meine Skins noch da hier. Die Schnipsel, da hatte ich eben Sorgen. Ich bin gelenkig. Nein, schwierig. In dem ganzen Vorkontext ist es auch nicht so die beste Aussage. Eine Einladung. Komm her. Komm. Nein, hör auf, lass.
Ich hätte jetzt fast gesagt, tut mir die vier, aber es würde bei den Größen Unterschied sogar noch. Ich kenne da so einen ganz fiesen Witz mit einem Bären, einem Fuchs und. Aber den kann ich jetzt nicht erzählen. Okay. Also, den müsste ich auch erst überlegen. Ich weiß noch, den letzten Satz weiß ich noch, der reicht eigentlich schon, um so einen Eindruck zu kriegen, in welche Richtung dieser Witz geht. Kann ich ja hier echt nicht bringen, das geht nicht. Dann müsste ich es ab 18 deklarieren. Ach, ist es der Witz mit dem Todstellen? Okay, es geht ums Pimpern, sage ich mal so. Naja, ich... Nee, ich glaube... Hier ist was Blaues. Es ist, glaube ich, wirklich nur ein Fuchs und ein Bär und die langweilen sich halt und... Ach so, okay. Oh, ich glaube aber, den habe ich schon mal gehört. Naja. Aber ich kriege den jetzt auch nicht zusammen. Doch, also ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ich kriege den jetzt wieder... Naja, also ist... So, die langweilen sich halt und... dann probieren sie halt mal so ein paar Sachen aus und... dann ist halt der erste eine dran und dann... ist halt der andere dran und dann gibt es da so einen entscheidenden Satz am Ende. Aber nein, ich kann den nicht machen. Hier ist noch ein Puzzleteil. Ja. Und da ist auch noch ein Blümchen. 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 Ich frage mich, was sie mit den Essenzen machen. 295 habe ich. Vielleicht jetzt. Kann man das ja auch gegen irgendwas nachher eintauschen oder dafür irgendwas bekommen oder so. Könnte ich mir für vorstellen. Für irgendwas muss das ja gut sein. Essenz sagt mir aber irgendwas aus Shelter 2 oder so. Ja, mir auch. Muss hier ja immer auf meine kleine Wurst aufpassen. Machen wir eigentlich noch eine zweite Folge oder so, weil, also mir macht Spaß. Ja, mir auch. Aber richtig, obwohl was zeigen können nur wir auch sammeln nicht, ne? Ist, ne? Aber trotzdem, also vielleicht treffen wir ja nochmal jemanden. Wir können ja gleich nochmal so ein bisschen... Ach hier, schwarzer Fels. Wo bist du? Haha, guck mal, siehst du, ich bin so flink. Ich riech dich nicht. Ich hab mich gewaschen. Wo bist du denn? Wo bist du? Ach so, nee, ich bin im Tal. ja, genau die Richtung. Ah, da bist du. Ja, okay. Hier kommt Turbo-Karotte. So. Ja, also ich würde auch sagen, noch eine zweite Folge. Aber erstmal schauen wir, was hier drin ist. Wie auch immer wir das Ding hier aufgekriegt haben. Wir machen irgendwas und... Ich quietsche jetzt immer und jetzt ging das Ding aber an. Deshalb. Oh, jetzt bin ich da reingebackt gerade. Wie machen wir das denn? Ich glaube, das war wieder Zufall oder sowas. Ich glaube, wir müssen das nur lange genug anjaulen. Ja, das werden, glaube ich, Frösche, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich hast auch jetzt, sagen. Hast du jetzt noch was Grünes mit zwei Augen dazu bekommen? Ja, ne? Ja, habe ich. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir das ja doch noch irgendwie zusammen. Ja, das wäre wenigstens cool, wenn wir da... Genau. Wollen wir uns denn jetzt zum Ende der Folge einmal schlafen legen und dann... Ja, kommst du zu mir, weil da ist schwarzer Stein. So, ich leg mich schlafen. In der nächsten Folge. Nochmal, mach du mal. Du brauchst länger. Du drehst ja, hier dran im Kreis, ja genau. Ja nun, ich muss es ja auch bequem haben. Ich versuche mich mal passend zu positionieren. Nein, ich bin nicht putzig, lass das, hör auf. Warte. Schon, du bist schon ziemlich niedlich. No. Ja, so. So süß. Sehr schön, ja, genau. Foto. Es sieht so süß aus. Das sieht es wirklich. Oh. So geil. Okay. Ein Traumpärchen. Genau. Und es wird keine Kinder von ihnen bekommen. Es gibt freitags immer Fisch. Ach nee, dann würden wir unsere eigenen Kinder ja fressen. Das wäre grausam. Die Lachse. Ich glaube, die Folge könnte man nennen, die Lachse kommen. Ich weiß es nicht. Die Lachse kommen. Oh, herrlich. Okay. Ja, ihr könnt uns ja mal was schreiben, was ihr... Keine Ahnung. Ich finde es süß, muss ja, ich sagen. Ja, ich finde es unheimlich putzig. Wo ist denn... Ja. Vielleicht treffen wir auch noch mal jemanden. Wäre ja auch noch mal cool. Ja, wobei... Aber bis dahin... Wir haben uns weit raustreiben lassen. Ja, aber wir können uns ja auch wieder reintreiben lassen. Genau, das stimmt. Schnack, schnack. Wir können... Knick, knack. Entschuldigung. Oh Mann, ey. Okay, ist gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Nacht und tschüss.